Guten Morgen, Radlfahrer und Genießer. Heute geht's auf eine Radtour, Montagmorgen. Und da musste ich jetzt erst einmal durch Nürnberg durch. Es ist ja Gott sei Dank viel Radlverkehr und man muss sich da voll konzentrieren. Denn die, die in die Arbeit fahren, die haben es meistens eilig. Und ich gehe oder fahre aufs Land. Wohin, das sage ich euch gleich. So, ich bin jetzt in Regnitztal. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Die Radlfahrer, die alle der Arbeit zustreben, die sind weniger geworden. Ja, und ich fahre nun Regnitztal aufwärts Richtung Schweig und dann Richtung Schneidach. Also es geht heute in die Hersbrucker Schweiz und in die Fränkische Schweiz. Da muss ich einen Berg übersteigen, um von dem einen Flusssystem ins andere zu kommen. Da nämlich von der Begnitz zur Wiesent. Und mal schauen, ob mir das gelingt. Es ist eine relativ lange Tour heute. Und so werde ich versuchen, mal eine Trainingsrunde zu fahren, die ein bisschen länger ist. Ach, muss ich mal aufpassen, dass hier die Radfahrer mich nicht streifen, wenn ich hier mit dem lang ausgestreckten Arm hier durch die Gegend fahre. Ja, also Richtung Schweig. Und dann melde ich mich wieder. Ach, wo muss ich denn hin? Jetzt bin ich durch Rückersdorf durch. Ich fahre jetzt entlang der Bundesstraße, weil dann im Lauf ich wieder abbiege Richtung Schneidach. Und da wird es dann endgültig ruhig. Bisher befinde ich mich noch also in der Anfahrt zu meiner Radtour. Es wird heute ein langer Tag, darum bin ich so früh unterwegs oder so früh gestartet. Ups, jetzt komme ich schon nach Lauf. Mann, das geht trotzdem ratzfatz. Bin nun in Lauf angekommen. Nochmal an der Begnitz. Die Begnitz verlasse ich jetzt dann und biege ab Richtung Schneidach, wie gesagt. Heute am Montagmorgen. 9:30 ist noch richtig Ruhe im Lauf. Ich werde mich auch nicht lang aufhalten, sondern gleich wieder durchs nächste Tor rausfahren aus Lauf.
hier in Neunkirchen am Brand. Verlasse ich nun endgültig das Begnitztal und fahre weiter Richtung Schneidach. So, nun bin ich wieder im Wald. Endlich Ruhe. Raus aus der Stadt und dem Stadtrandgebiet, wo doch viel Verkehr herrscht und es sehr laut ist. Ja, wie ihr gesehen habt, zu Anfang habe ich schon 35 Kilometer hinter mir. Es werden ja heute über 100 Kilometer. Und warum mache ich diese Radtour? Einmal mache ich sie, um zu trainieren für meinen Urlaub. Der beginnt ja auch bald, meine Urlaubsradreise. Und zweitens hat es noch den Grund, dass ich meinem Bruder, der schon über 80 Jahre ist, dem Günther, hallo Günther, mal zeigen will, dass es auch heutzutage in 2019 noch möglich ist, dass man von Nürnberg in die Fränkische Schweiz fährt und wieder zurück. Er hat mir gesagt im Frühjahr, als ich an den Rifflerfelsen war, hey, da sind wir am Wochenende immer rausgefahren in den 50er und 60er Jahren, also 1950 bis 1960. Da sind wir immer Wochenende rausgefahren in die Fränkische Schweiz. Das war für uns ganz normal, hat er gesagt. Da sind am Wochenende schon mal 200 Kilometer zusammengekommen. Da sind wir rausgefahren, waren klettern und haben die Zeit genossen, eben mit dem Fahrrad rausgefahren. Ja? Und Günther, es ist auch jetzt noch möglich, dass man das macht, mit dem Rad rauszufahren in die Fränkische Schweiz. Allerdings, ich werde nicht klettern, nur mit dem Fahrrad hochklettern die Berge und wieder runterfahren. Also, ich werde jetzt weiterfahren Richtung Schneidach, dann Richtung Betzenstein, das ist die höchste Stelle. Und dann geht es nach Westen, runter über, das sage ich euch noch später. Und bis dahin ist noch einige Arbeit zu tun. Es ist jetzt kurz vor 10. Und ich bin jetzt schon ziemlich weit gekommen, aber der große Anstieg liegt noch vor mir und da bereite ich mich jetzt vor. Jo, also, bis später. Kurz nach Speigern sehe ich nun den Rodenberg und für dich, Günther, hier in der Ferne, da sind im Wald versteckt die Felsen des Glatzensteins. Glatzenstein, da habe ich auch schon mal runtergeschaut und du bist da hochgeklettert. Vielleicht können wir mal die Kletterrouten einblenden. Den Autoverkehr werde ich irgendwie nicht los. Nun, hier seht ihr die große Brücke zum Hinberg rauf. Der Autobahn München-Berlin. Hier quälen sich die Autos den Berg rauf. Ich fahre hier durch die Brücke Richtung Simmelsdorf und dann geht es auch für mich bergan. Jo.
Und ihr wisst es ja schon, überall in Franken Fischweiher. Hier ist es eine Forellenzucht. Oh. Bei Simmelsdorf. Aber langsam muss auch ich hoch in die Frankenalb. Richtung Betzenstein geht's nun. Die letzten Orte waren Simmelsdorf, Hüttenbach, Dieboldsdorf. Und jetzt geht's rauf. Noch ist die Steigung gut zu machen. Hier haben wir den Grund, warum hier so viel Schwerlastverkehr unterwegs ist. Hier ist ein riesen Steinbruch. Da wird ein ganzer Berg abgegraben und das Tal auf, Tal ab fährt hier eine ganze Kolonne von Schwerlastern. Die Leute sind hier geplagt ohne Ende. Für mich geht es jetzt hoffentlich ruhig weiter Richtung. Ja, Betzenstein. Ah, das staubt hier enorm mit dem Steinbruch. So. Es geht immer noch bergan, aber richtig gemütlich. Von daher, bisher kann ich mich nicht beklagen. Hier vor Ittling geht es dann doch etwas steiler bergan. Ah, da muss ich auch noch hoch. Ja, Jungs und Mädels. So, nun musste ich doch in den kleinsten Gang runterschalten. Das letzte Stück ist dann doch etwas steiler. Ich habe schon fast 50 Kilometer hinter mir, sodass nur eigentlich eine Pause, wenn ich die Höhe erreicht habe, doch gerechtfertigt ist. Denke ich. Ob ich jetzt die ganze Höhe schon erklommen habe, die zu erklimmen ist, weiß ich nicht. Aber ich sehe schon die Berge von oben. Radweg ist wieder keiner da, aber Verkehr ist auch keiner. Das heißt, ich habe die ganze Straße für mich. Größtenteils. Ja, es geht immer wieder bergauf, bergab. Aber ich denke, die größte Höhe habe ich erklommen. Und es ist noch nicht einmal 12 Uhr. Also, das war auch mein Plan, so um 12 Uhr am höchsten Punkt in Betzenstein zu sein. Und dann habe ich es Nachmittag relativ leicht, denn da geht es nur noch bergab. Wohin dann? Das sage ich euch dann gleich.
Puh. 15% ging es jetzt hoch. 15% geht es auch wieder runter. Boah. Ah. Hab's aber geschafft. So, das war jetzt der Gipfelpunkt bei 501 Meter. Und ab jetzt geht's bergab. Bis nach Nürnberg, wir sind wieder rund 300 Meter. Ja, um 300, also 200 Meter bergab wieder. Jo, also jetzt erstmal Prost und dann geht's weiter. Hier am Ortseingang von Betzenstein. Diese Tafel verrät uns, dass hier im Wald Kletterfelsen versteckt sind. Hier kann man sich ausprobieren. Ja, für mich ist das nichts. Ich denke, ich fahre weiter mit meinem Fahrrad. Habe immer noch kein Pausenplätzchen gefunden. Auch hier ist keine Bank zu sehen. Und heute habe ich meinen Stuhl nicht dabei. Boah, was für eine Nachlässigkeit. Hier am Ortsausgang von Betzenstein. Das ist ein großer Parkplatz und auch eine Bank für mich zum Ausruhen, zum Brotzeit machen, ist im Schatten. Hinter mir sind wieder Kletterfelsen, wo die Rotpunktkletterer sich vergnügen können. Ja, mein Fokus ist ja heute auf das Radlfahren. Ich fahre wirklich durch Hersbrucker Schweiz und Fränkische Schweiz. Und jetzt will ich euch sagen, wo es als nächstes hingeht. Also von Betzenstein geht es jetzt wieder bergab. So, also es geht noch mal kurz bergan, aber dann geht es wirklich endgültig bergab. Richtung Eckloffstein und Schweindal. Schweindl, Günther, Schweindl. Euer Wochenendstation. Jo, also, da schauen wir dann mal rein in den Ort. Es werden nur ein paar Häuser sein, denke ich. Und dann erreiche ich dann schon die Wiesent, das Wiesental. Da biege ich dann links ab und nach einem weiteren 10 oder 15 Kilometer biege ich dann in Forchheim schon. Und wenn ich in Forchheim bin, habe ich eigentlich mein Soll erfüllt. Und ich mache jetzt hier Pause, habe schon Bananen gegessen, gibt es noch eine Schnitte. Brot und Äpfel gibt es dann später, ich mache dann noch mal eine Pause. Apfelschorle wird noch getrunken. Heute wird nicht gekocht, ich wollte mir diese Zeitverzögerung nicht antun. Ich habe gedacht, es geht ein bisschen langsamer, aber ich bin sehr flott vorangekommen. Habe doch schon eine zufriedenstellende Kondition. Ja, kann ich zufrieden sein. Leute, ich folge hier einem Wanderweg, dem Blaupunkt nach Obertrubach. Boah, da wird mir wieder fahrerisches Können abverlangt. Nicht nur Strecke machen auf gedehrten Straßen, auf gedehrten Highways, nein. Hier geht's auch über Holperstraßen, Waldwegen. Ups! Ah, der Waldmeister blüht schon.
Nun geht es wieder auf asphaltierten Ortsverbindungsstraßen weiterhin bergab ins Trubachtal und nach Egloffstein. Schauen wir mal, ob wir das erreichen. Obertrubach leuchtet oder spitzt aus den Wald raus. Am Ortseingang, für mich am Ortsausgang von Obertrubach, ein Kletterinfozentrum. Ja, hier ist scheinbar immer noch einiges geboten. So, nun erreichen wir auch schon Egloffstein. Step by step nähern wir uns dem Wiesental und Brezfeld. Die Trubach muss auch hier arbeiten, damit die Egloffsteiner Strom haben. Nach 74 Kilometer
jetzt wieder über Feldweg erreiche ich Schweindorf. Ja, da lugen doch jede Menge neue Häuser raus. So, Günther, ich habe hier jemanden getroffen, der hat mir erzählt, ja, die alte Wirtschaft in Schweindorf, die ist schon lang zu. Aber da unten hat er gesagt, im Ort, das ist das Haus. Da kennst du es, Günther, da hast du Nächte auf der Wirtshausbank verbracht. In Schweinol. Bei Unterzaunsbach wird nun das Trubachtal weit. Man hat schöne Ausblicke auf die Hügel ringsum. Herr Günther, du wirst jetzt einwenden. Ja, das ist jetzt gut, dass du durch die Fränkische gefahren bist, so wie wir früher. Aber zu deiner Zeit oder zu meiner Zeit würdest du sagen, da gab es ja noch keine asphaltierten Straßen. Wir sind über Schotterwege gefahren und das bis in die Fränkische Schweiz von Nürnberg aus. Ja, stolze Leistung. Ab und zu, das hast du gesehen, ich bin momentan auch auf einem Schotterweg unterwegs. Ab und zu habe ich auch so das Gefühl, wie es damals war. Jo, also, weiter geht's. Jetzt bin ich durch Brezfeld durch und steuere auf Forchheim zu. Also, ich bin jetzt im Wiesental. Dann habe ich schon 82 Kilometer gefahren. So, nach endloser Fahrt von Brezfeld über Kirch-Ehrenbach, Gosberg, Binsberg, am Forchheim vorbei, bin ich nun am Rhein-Main-Donau-Kanal und in 12 Kilometer in Erlangen. Und ja, so geht's weiter, bis ich Fürth erreiche. Boah, jetzt muss ich mir erstmal wieder einen Platz suchen, um was zu versperren. Ein schattiges Plätzchen bräuchte ich jetzt. Ich habe jetzt schon 97 Kilometer und eine zweite Pause wäre jetzt fällig. Bah. Hier ist jetzt wieder eine Menge Verkehr, denn die Leute fahren jetzt heim von der Arbeit, von Erlangen nach Forchheim. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht unter die Räder komme. Spätli gemacht. Über den Kanal weg sehe ich jetzt die Berge, die ich durchquert habe. Ich bin ja jetzt hier im breiten Regnitztal. Und da drüben hinterm Walberle, da liegt die Fränkische Schweiz. So.
Boah. Jetzt habe ich schon über 100 Kilometer. Jetzt bin ich schon langsam müde. Jetzt habe ich noch ein warmes Bier, ein warmes Pilz. Das trinke ich jetzt. Ob warm, ob kalt. Ich habe einen Durst. Trinkt noch mal auf euer Wohl. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Ich habe jetzt noch ja, so 15 bis 18 Kilometer. Und dann bin ich auch zu Hause. Dann habe ich es auch geschafft. Also es werden wohl so 125 bis 130 Kilometer. Schon ein Ding. Also, auf euer Wohl. Wenn man ein kleines Fazit zieht, dann kann man sagen, also die Tour war richtig angelegt, wenn ich den Kreis in der anderen Richtung gewählt hätte, also das Trubach da aufwärts Richtung Betzenstein, da wären die Berge knackiger gewesen, also kurze steile Anstiege, während eben von der anderen Seite, von der Schneidacher Seite, Simmelsdorfer Seite, ist es doch relativ kommod hochgegangen. Sicher, die letzte Rampe war auch noch mal knackig, aber das war, hat man, also da ist man müde geworden und man war gerade oben. Ne? Also das ist super gewesen, diese Streckenführung. Das Wetter spielt mit. Aber was jetzt natürlich zusätzlich noch Kraft kostet, ist der Gegenwind. Also ich habe jetzt die ganze Zeit Gegenwind gehabt. Nachmittags keine Berge, aber Gegenwind. Jo, also ich werde jetzt noch gemütlich mein Bier austrinken und von euch verabschiede ich mich schon mal. Sagt Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. War eine schöne Trainingsrunde. Und man sieht sich irgendwann mal wieder. Prost! Warm, mau. Passt schon. Ah. Ich sitze hier an der Schleuse Griegenbrunn. Also ich bin schon an Erlangen vorbei. Jetzt kommt Bach und dann Burgwambach und dann bin ich schon zu Hause. Jo, also tschüss endgültig. Salut, servus.